Über die Feiertage kommt milde Luft aus dem Mittelmeerraum bzw. Nordafrika zu uns nach Deutschland. Wir haben somit wieder eine erhöhte Staubkonzentration in der Luft. Am Karfreitag erwartet uns südlich der Donau viel Sonne. Ansonsten dominieren zunächst dichte Wolkenfelder das Bild. Nachmittags konzentriert sich der Regen auf einen Streifen vom Saarland und Rheinland-Pfalz bis ins westliche Sachsen-Anhalt. Im äußersten Südwesten können innerhalb von 24 Stunden bis zu 25 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen. Am Samstag bleibt es in der Osthälfte trocken, allerdings kommt auch ein neuer Schweizer-Hara-Staub nach Deutschland, der den Himmel eintrübt. In der Westhälfte ist das Schauerrisiko erhöht am Samstag. Ostersonntag ist etwas durchwachsener. In der Nordwesthälfte regnet es zeitweise. In der Südosthälfte zeigt sich die Sonne dagegen deutlich häufiger und es bleibt meist trocken. Und am Ostermontag nimmt der Tiefdruckeinfluss vermutlich wieder zu und wir müssen verbreitet mit schauerartigem Regen rechnen. Am Freitag liegen die Höchstwerte in der Nordwesthälfte bei 10 bis 15 Grad. Im Südosten wird es mit 15 bis 19 Grad etwas milder. Am Samstag könnte uns dann der erste Sommertag erwarten. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 19 und 25 Grad. Am Sonntag sind es maximal noch 17 bis 22 Grad und am Ostermontag kühlt es weiter ab. Die Höchstwerte liegen dann bei 12 bis 19 Grad.